So, heute beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Thema Meinen und alles, was damit zu tun hat. Ich habe gerade einen coolen Gast heute dabei, der Martin von Blockmein. Hi erstmal. Servus, grüß dich, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ihr habt mir, beziehungsweise ich habe bei euch nachgehakt, ob ihr mir mal so einen Miner zur Verfügung stellt, mal zum Testen. Und ihr wart zu nett und habt mir so einen riesen Antminer-Moped durchgeschickt. Den habe ich bei mir jetzt mal gerade angeschlossen. Den können wir vielleicht zusammen mal ja, konfigurieren, denn da bin ich kläglich gescheitert. Da bräuchte ich mal deinen Input sozusagen, weil da hatte ich jetzt auch keine große Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Können wir einfach mal zeigen, wie das alles technisch funktioniert. Und dann habe ich ja noch ein paar ja, weiterführende Fragen, was ja, so finanzielle Themen angeht, beziehungsweise auch die Blockchain an sich. Da habe ich mich ja, vor ein paar Jahren mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, aber da bin ich auch echt ein Noob und ich glaube, da kannst du mit deinem Wissen ja mir weiterhelfen und vielleicht auch dem einen oder anderen, der sich überlegt, ja, sich so ein Miner anzuschaffen, beziehungsweise jo, einfach mal so ein bisschen Übersicht zu geben, was gibt es für Vorteile, Nachteile oder was, ja, wie schaut es einfach grundsätzlich aus? Also hier einmal springen wir vielleicht erstmal auf die Blockmine-Seite. Also hier Genau. gibt es verschiedene Geräte zur Auswahl, die Jawohl. verschiedene Hashraten haben Ja. und entsprechend dann auch unterschiedliche Preise. Relativ linear, glaube ich. Ihr habt mir. Absolut. Bitte? Absolut. Absolut linear, okay, alles klar. Ihr habt mir mal den hier zur Verfügung gestellt mit 141 Terahashes. Also je mehr, desto besser. Also vielleicht kannst du mal kurz erklären, was hat es damit auf sich und. Ja. Also umso mehr Terahash das Gerät hat, umso effizienter ist es natürlich. Der Stromverbrauch ist bei den ganzen S9-Modellen immer derselbe. Es ist nur die Effizienz der Geräte. Also umso mehr Terahash, umso mehr leistungsstärker sind sie, umso effizienter. Weil das einzige Problem, was du jetzt auch schon gemerkt haben solltest, ist eigentlich der Stromverbrauch im Mining. Und deswegen umso teurer, umso besser, das wie beim Auto auch. Das ist leider so. Das heißt, rein technisch gesehen sind wahrscheinlich diese Fertigungstoleranzen, die diese Chips haben, Viel geringer. dahingehend nutzt man halt die Chips, die quasi besser gefertigt sind. Die kann man wahrscheinlich höher takten oder irgendwie. Genau, ganz genau, Und je nach die Gütekasse. haben dann einfach ein paar oder einfach ein bisschen mehr Leistung, die man da abgreifen kann mit der Genau, ein paar gleichen, Umdrehungen mehr sozusagen. genau mit der gleichen Leistungsaufnahme. Und knapp 3 kW, glaube ich, 3,03 kW brauchen die Miner so im 3,1 sollte man rechnen, 3,1, einfach um sicher zu gehen. 3,1, okay, ein bisschen 3,1. Overhead hat man noch. Genau. Genau. Und also den habe ich jetzt gerade auch mal bei mir angeschlossen. Ja. Und ist relativ lautes Teil. Ich habe schon mal ge gesehen, da gibt es auch Gehäuse, was die Leute so bauen. Kannst du das empfehlen oder was ist so dein Ansatz da? Silent Box kann man immer empfehlen, ist aber nicht ideal. Also, das muss man wirklich schon chirurgisch ausgerechnet haben, weil eine Silent Box minimiert immer die Luftzufuhr. Also, ist nur deswegen ist es ja leiser zu bekommen. Deswegen ist da, muss man sich schon auskennen, man muss Luft reindrücken und wieder absaugen, um das quasi schneller zu machen, um den Weg frei zu halten, um trotzdem die Geräuschkulisse gering zu halten. Da gehört ein bisschen Übung dazu. Okay, also das sollte man da auch echt ein bisschen, ja, nicht einfach eine Box außenrum bauen, sondern wirklich auch Auf gar keinen nachrechnen, Fall. Auf ob gar keinen der. Fall, da muss man nachrechnen. Hat man irgendwo auch die Information, wie die Temperatur im Inneren ausschaut? Nicht, ne? Nee, nee. Hat man Aber da wie bei nicht. jedem Chip, sobald die Meinung, die Meldung geben, die Chips also überlasten, schalten die Lüfter aus und die Chips gehen auch aus, einfach um Schaden zu vermindern. Das ist das Gerät. Das Einzige, was elektronisches Gerät macht, ist wirklich Schäden verhindern, wenn es nicht mehr geht. Okay, aber das ist ja schon mal gut zu wissen, dass es dann runterregelt sozusagen, wenn die Temperatur zu hoch wird. Genau. Cool, also eigentlich, wenn man starten möchte, holt man sich halt einen Miner hier, stöpselt ihn an Strom an. Das ist ein bisschen, was heißt schwierig nicht, aber er hat halt zwei Anschlüsse. Am besten sollte man das Ganze auf zwei Phasen aufteilen, dass man da keine Absolut. Gefahr läuft. Irgendwie, also am besten nicht irgendwie so eine Mehrfachsteckdose nehmen, in die Steckdose rein und dann die zwei Anschlüsse ran. Denn bei 3 kW, ich habe es vorhin mal ausgerechnet, fließen, glaube ich, irgendwie 13 Ampere oder so. Das sollte normalerweise eine einzelne Leitung schon hergeben im Haus, aber Dauerbelastung sieht dann auch wieder anders aus. Also eigentlich ist es wie ein E-Fahrzeug, sage ich mal, was man über die Schuko-Steckdose lädt. Aber also gerade ältere Steckdosen, die vertragen das nicht. Die werden dann teilweise relativ heiß, beziehungsweise wenn es da Übergangswiderstände gibt, kann auch so ein Ding mal. Na, abfackeln nicht, aber auf jeden Fall irgendwie schmelzen und da sollte man auf jeden Fall wissen, was man tut. Und in dem Fall am besten, also ich habe bei mir in meinem Fall so eine
Drehstromsteckdose. Und da habe ich dann einfach, wir haben einen Adapter gebaut, dass ich quasi zwei Phasen abgreifen kann und entsprechend die zwei, ja, weiß nicht, ob das zwei getrennte Netzteile da drinnen sind, eben getrennt versorgen kann mit Strom. Cool, ansonsten gibt es nicht viel an dem Gerät. Zwei Netzwerk, also zwei Stromanschlüsse und hier oben nochmal ein Netzwerkanschluss. Das heißt, mit WLAN oder so braucht man nicht anfangen, würde ich auch gar nicht empfehlen. Auch nicht irgendwie einen Adapter ranschnallen, denn der braucht wirklich 100% sichere Internetverbindung. Wie oft greift er aufs Internet zu oder wie läuft es technisch? Der greift permanent aufs Internet zu, braucht aber nur ein paar Ping. Also die Leitung ist wirklich relativ egal. Also es muss wirklich, kann der ganz alte, muss nicht leistungsstark sein. Hauptsache er hat ein permanentes Signal. Deswegen wird auch auf WLAN verzichtet, weil da Okay. heute noch viel Fehler ist. Okay, das heißt, so eine alte ISDN-Leitung würde zur Not auch noch funktionieren. Nein, nein. Hauptsache ist immer connected, hat einen guten Ping sozusagen und die Übertragungsrate an sich, wie viel Kilobit oder Megabit pro Sekunde durchfließen, ist egal. Alles klar. Ich hab noch keine gehabt, die es nicht geschafft hat, ehrlich gesagt. Und ich bin schon ein bisschen älter. Und weiß nicht, ob du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern willst. Was ist so das meistverkaufte Gerät? Steigen die Leute eher bei dem kleineren ein oder denken sie sich, jo, wenn ich eh 3 kW versenken muss, sage ich mal, hol ich mir den teuersten? Das ist ein bisschen, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Häuslebauer, die wollen einfach nur den Strom verbrauchen, bevor sie ihn einspielen wollen. Die nehmen, den empfehle ich auch lieber ein kleineres Gerät zu nehmen. Da ist Bitcoin absolut das Nebenprodukt. Da reicht der 122er oder der 104er auch aus. Da geht es nur, dass der Strom verbraten wird, bevor er ins Netz eingespeist wird, für wieder nichts. Dann gibt Aber es einen die billigen. brauchen auch genauso viel Strom dann oder brauchen die Genau, weniger? die brauchen genauso viel Strom. Die wollen aber einfach nicht so viel investieren, sondern denen geht es einfach ums Prinzip, dass sie ihr Geld dann nicht einspeisen für nichts und wieder nichts. Effizient ist natürlich nur der 141er oder jetzt der 151er. Wenn man auf Dauer sehen will oder das ein bisschen länger betreiben will, ist natürlich sinnvoller. Aber wie gesagt, wenn ich der Strom umsonst zur Verfügung habe, warum nicht ein kleineres Modell? Und in so eine Art PV-Überschussmodus gibt es da ja nicht, also da müsste ich mich selber drum kümmern über Relais. Also softwaremäßig kann ich das Ding nicht ansteuern, das heißt, ich muss es Nein. hart vom Strom trennen sozusagen, wenn ich keinen Genau. Überschuss hätte jetzt in der Nacht oder mein Batteriespeicher leer wäre und dann eben einschalten übers Relais oder über die zwei Relais, wenn ich eben Überschuss habe. Genau. Und wie ich verstanden habe, also der braucht am Anfang, wenn er startet, eine gewisse Zeit, bis er wirklich losrennt und dass das Mining beginnt, das um die 10 Minuten, ne? Also das sollte man nicht. Zwischen 2 und 10 Minuten, also es kommt ein bisschen mit drauf an, was für eine Grundtemperatur die Chips haben, bis sie anfangen zu minen. Der misst sich ja selber durch mit dem Luftstrom, der durchgeht. Ach, okay, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der irgendwelche Algorithmen durchnudeln muss am Anfang, sondern wirklich die Betriebstemperatur. Und wenn er weiß, okay, jetzt läuft alles, jetzt bin ich startklar, dann fängt er an. Genau, er schließt sich ja am Pool an, aber er rechnet ja nicht eigenständig, er gibt ja die Leistung in den Pool ab. Also so bis er seine Temperatur hat und dann geht's los. Das ist auch ein guter Punkt mit dem Pool. Wie kann ich mir das vorstellen? Meint der tatsächlich jetzt selbst Bitcoin oder gibt der nur Rechenkapazität zur Verfügung für andere Geschichten oder wie läuft das? Der rechnet die Aufgaben des Algorithmus, aber schließt sich mit seiner Rechenleistung, weil mittlerweile die Blöcke ja, sage ich mal, so schwer zu lösen sind, weil so viel Rechenleistung am Markt mittlerweile ist in einem Pool und dieser Pool belohnt dich prozentual. Man kann es natürlich versuchen mit zwei Minern, das ist ja schon mal passiert, glaube ich, letztes oder vor 2 Jahren, dass zwei Studenten mit einem Miner einen Block gelöst haben. Das ist natürlich Jackpot alleine. Die Wahrscheinlichkeit im Lotto mittlerweile zu gewinnen ist allerdings größer. Deswegen würde ich, also mit zwei Minern, die Rechenleistung von zwei Minern, wenn ich 100.000 Miner habe, ist es vielleicht sogar noch rein rechnerisch möglich. Aber immer im Pool, für alle Kleinen, die starten, immer im Pool sich mit anschließen, gemeinsam ist man einfach stärker. Okay, das heißt, in dem Pool ist es dann so, dass ich dann wirklich mit einer fixen Entlohnung sozusagen rechnen kann. Pro Terahash, was ich quasi über einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung stelle, kriege ich dann 0, irgendwas Bitcoins quasi ausgezahlt. Genau, man kriegt einmal die Rechenleistung bezahlt, man kriegt einmal vom Pool, was übrig bleibt, wird nochmal aufgesplittet und man darf halt nie vergessen, die Difficulty ist immer das, was uns das Minen schwer macht. Die ist nicht regulierbar. Die kriegt praktisch die Blockchain vorgegeben, der Bitcoin. Und du meintest auch gerade, es ist immer schwieriger, Bitcoins zu minen. Also ich glaube, die insgesamte Anzahl ist auch limitiert. Entsprechend wird es Genau. dann nach oben hin immer schwieriger. Das heißt, Richtig. das, was ich jetzt aktuell ausgezahlt bekommen würde oder bekomme für die Bereitstellung der Rechenleistung, das wird dann auch quasi gestaffelt immer weniger über die Zeit. Genau.
Also es wird immer weniger. Es wird immer nicht immer weniger, sondern auch immer schwerer. Das heißt, die Rechenleistung muss immer mehr werden. Aber selbst wenn man irgendwann rein rechnerisch ist, glaube ich, der Bitcoin mal ausgestirbt, man geht davon aus, 2045, 2052, irgendwo in dem Bereich wird es fertig sein. Da gibt es keine Bitcoins mehr zu schürfen. Dann sind die Maschinen dennoch nicht wertlos, weil die Bestätigung, die Transaktionen müssen immer noch bestätigt werden. Ah, Also okay, die also. Maschinen werden immer was zu tun haben. Es wird immer Computer geben, die den Bitcoin unterstützen müssen. Das funktioniert anders nicht. Das heißt, also bei Transaktionen, ich glaube, das ist auch irgendwie technisch limitiert auf 5 Transaktionen pro Sekunde oder sowas. Ganz Das genau. heißt, dafür braucht man auch Rechenleistung. Und wenn ich mir diesen Antminer hinstelle, sorgt der auch dafür, dass diese Transaktionsoperationen, Rechenoperationen quasi ein Stück weit übernommen werden von meinem Miner und entsprechend werde ich da auch entlohnt. Genau. Es gibt Ah, diese zwei excellent. Entlohnungsmodellen. Einmal das Bestätigen der Transaktion, einmal ob unser Rechner gesehen hat, dass derjenige, der das sendet, diesen Bitcoin hat und dass der den bekommen hat, ihn auch bekommen hat. Es muss also doppelt bestätigt werden. Das ist nicht so wie bei der Bank, wo einfach Geld nachgedruckt wird. Das ist ein bisschen Hast du komplizierter. es im Kopf jetzt aktuell, wie es ausschaut, also pro Kilowattstunde, die ich reinstecke, wie viel Gegenwert ich da rausbekomme? Um gar keinen Fall, die Rechnung habe ich noch nie gemacht. Also Okay. man kann auf NiceHash oder auf irgendwelchen anderen Plattformen ausrechnen, bei wie viel Terahash-Leistung man wie viel Bitcoin mit der aktuellen und auch vorausschauenden ungefähr geplanten Difficulty meinen wird. Aber auf Kilowattrunde gerechnet, da ist noch ein X mehr drin. Okay, also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich guck mal, ob ich das Teil tatsächlich mal eine Nacht durchlaufen lassen kann. Ich hab leider keinen Keller oder so und das Ding ist ja echt schweinelaut. Bei mir im Carport draußen Hast du Dezibel gemessen? Dezibel? habe ich noch nicht gemessen, aber es ist gefühlt brutal laut. Werde ich auf jeden Fall noch messen. Also bei mir draußen im Carport im Schuppen kann ich nicht hinstellen. Da ist es zu laut. Da würden mir die Nachbarn, glaube ich, irgendwie aufs Dach steigen. Jetzt aktuell habe ich es im anderen Ende vom Haus hinten im. Zum begehbarer Kleiderschrank, der auch gutes Volumen hat, da steht er jetzt gerade drinnen. Das ist aktuell der einzige Ort, dass ich jetzt hier auch im Büro arbeiten kann. Ja, es ist schon laut, das habe ich dir von Anfang an gesagt. Aber Echt arbeiten brutal. ist immer hart. Arbeiten ist immer hart. Irgendeine Schwachstelle hat es immer. Dann, was mich auch noch interessieren würde, also die Werte, also ich versuche es mal auszurechnen, beziehungsweise mal selbst ein paar Stunden oder Tage zu schürfen und dann zu gucken, was pro Kilowattstunde effektiv an Bitcoins rauskommt und dann mal gucken, wie der aktuelle Kurs dann ist und was es dann bedeutet. Denn für viele ist es wahrscheinlich interessant, die halt eine geringe Einspeisevergütung bekommen und auch nicht unbedingt in die Direktvermarktung wollen oder wechseln wollen, dass sie eben ja versuchen, damit halt ein bisschen, ich sag mal, Geld zu machen. Dahingehend ist es aber auch schon echt krass, wie teuer die Dinger sind. Und da würde mich auch interessieren, brennend, was die Lebensdauer angeht. Weil oftmals hört man ja, jo, also gerade wenn Leute so eine Nvidia-Grafikkarte, whatever, einsetzen, die verschleißt dann auch mit der Zeit und die hat dann auch keine ultra große Lebensdauer. So genau kann ich dir das nicht sagen, weil die S19-Modelle gibt es jetzt, lass mich mal rechnen, wir haben 2023, 3 Jahre. Seit 3 Jahren laufen diese S19-Modelle, da kann ich dir sagen, da gibt es fast gar keine Ausfälle. Das Vorgängermodell, der S17, war eine Katastrophe. Also der hat uns kundentechnisch fast an den Ruin gebracht. Okay, Es krass. gab nur Ausfälle, da haben sie aber wirklich nachgebessert. Und ich muss sagen, wenn die Dinge einmal laufen und nicht umgestellt werden, wenn die trocken sind, wenn denen nicht zu warm ist, dann können die ewig leben. Was wir nicht mögen im vollen Betrieb ist Erschütterungen. Ist ja klar bei der Temperatur, was der Chip hat. Das mögen die überhaupt gar nicht. Also wirklich hinstellen und nie wieder anfassen. Dann laufen die zwischen 4 und 8 Jahren, ist da alles möglich. Und habe ich da auch Garantie drauf, 2 Jahre oder irgendwas, oder? Ganz normale Herstellergarantie ist leider nur 1 Jahr bei allem, was aus China kommt. Die haben da eine Möglichkeit gefunden, sich zu drücken. Gibt aber noch die Möglichkeit, wir arbeiten ja in Paraguay oder Amerika mit einer Tochtergesellschaft zusammen. Und die vermitteln auch Hosting. Das heißt, wenn jemand keine Lust drauf hat, das Ding zu Hause hinzustellen oder dass es denen zu warm wird oder sie keinen überfälligen Strom haben, dann finden wir auch eine Möglichkeit, die da aufzustellen für einen ganz geringen Strompreis. Ah, auch spannend. Und dann gibt es 2 Jahre Garantie auch, weil dann ist ja praktisch die Firma muss darauf aufpassen, dass den Geräten nichts passiert in der Zeit. Okay. Die Mining-Geschwindigkeit ist jetzt aber auch nicht irgendwie regelbar, irgendwie dynamisch. Das heißt, der läuft Nein, immer auf es gibt nur 100%. 100%. Es gibt nur 100%. Es gibt kein Zwischendrin, was abriegelt ist. Liegt aber auch damit zu tun, dass die energetische Kraft wird nur zum Kühlen eigentlich benutzt. Das heißt, ich kann nicht auf 70% kühlen. Das funktioniert nicht. Er braucht immer 100% diesen Durchlauf an Kühlung.
Ja, ist schon krass, wenn das Ding knapp 3 kW, also im Endeffekt wird er fast so gut wie alles in Wärme umgewandelt. Ja, ist Wenn ein es Heizlüfter. 3 kW rausballert, ja, sind es 1,5 Heizlüfter so aus dem Ja, Baumarkt. Das ist schon echt absolut, krass. absolut. Aber du wirst nie wieder eine feuchte Wohnung haben. Also das ist Habe ich egal, wo sowieso du das nicht. reinfällst, es ist warm und trocken. Ich habe, also Neubau kann man es jetzt auch nicht mehr sagen, ist auch schon wieder 6 Jahre, dass wir hier wohnen in dem Haus. Aber ich habe extra, also wir haben so eine zentrale Wohnraumlüftung und ich habe tatsächlich auch extra so einen Enthalpiefilter, heißt der, eingebaut, der Feuchterückgewinnung hat, weil wir sonst im Ah, Winter sehr cool. zu geringe Feuchtigkeit haben. Das ist echt krass. Also das Deshalb Problem habe ich bin nicht. Was haben mich auch aber die noch, wenigsten. ja, was mich interessieren würde, ja, wobei gut, wenn ich jetzt einen irgendwie alten Keller hätte oder so, da sieht es anders aus. Also da wäre so ein Antminer wahrscheinlich schon cool. Da wäre es schön, schön kühl, wobei ich weiß nicht, wenn es so feucht ist, wobei der macht ja relativ schnell warm, dann steigt die relative Luftfeuchtigkeit und dann ist auch wieder kein Problem mit irgendwie Niederschlag oder ja. Bei der Geschichte mit der Regelbarkeit, wenn es irgendwie mal in, oder gibt es irgendwie schon in der Pipeline so ein S20 Antminer oder irgendwas Nachfolgermodellmäßiges? Oder wie lange hat sich beispielsweise diese S17 gehalten? Dieser S17 hat sich gehalten bis zum letzten Halving, also so 2019, 2020. Die liefen dann noch ein bisschen nach. Und so wird es auch ein Wechselmodell bei den S19-Modellen geben. Jetzt zwischenzeitlich tun sie sich natürlich auf andere Modelle erstmal spezifieren, aber jetzt nach dem Halving wird es auf jeden Fall ein neues Modell geben. Aber ob das S20 oder S21 wird, keine Ahnung. Alles klar. Und dieser S17 von der Effizienz her, ist der vergleichbar oder war der schon, also gab es einen großen Sprung von S17 auf Absolut. S19? S17 hat er so um die 50 Terahash pro Sekunde. Also wir sind jetzt aktuell bei 151. Also wir haben es quasi verdreifacht, die Beim Leistung. selben Stromverbrauch. Beim selben Stromverbrauch, ja. Wow, krass. Also die Chips, das ist dann eine oder mehrere GPUs, die da drin sind und die sind dann komplett fürs Mining optimiert sozusagen. Genau, die sind ausschließlich fürs Mining da. Also man kann auch gar nichts anderes machen. Also das ist ja, glaube ich, der Nachteil bei so normalen Grafikkarten. Die sind halt irgendwie so multipurpose-mäßig hergestellt und wenn man dann halt eine spezielle Nische bedienen möchte, was das Mining angeht, dann sind die halt im Vergleich zu diesen Antminern oder keine Ahnung, was es noch für andere Geräte gibt, halt ziemlich ineffizient. Genau, mittlerweile, weil halt die Masse so stark geworden ist, was da an Leistung. Hat ja jeder mal ein Mining-Rack versucht und Ethereum gemeint. Das war ja früher kein Problem. Das ist heute nicht mehr möglich. Also tatsächlich mal vor 2 Jahren hatte ich es mir auch überlegt, mir so einen Mining Rack zu bauen mit Nvidia-Grafikkarten, aber die waren damals, oder sind glaube ich immer noch schweineteuer, das heißt über 1000 Euro pro Stück oder noch mehr, je nachdem welches Modell du haben willst. Und da wirst du, wenn du da ein paar Karten reinbauen möchtest, ich weiß auch gar nicht, ob das aktuell in irgendeiner Weise sinnvoll ist, wahrscheinlich nicht, wirst du echt arm. Echt Ja, krass. absolut. Kann ich unterschreiben. Dann guck mal doch mal, ob wir meinen Antminer ans Rennen kriegen. Los geht's. Ich guck war mal Wo? ganz kurz mal nebenher. Also er läuft jetzt ja gerade schon. Du meintest, im Standard ist er eingestellt auf den auf die Herstellerdaten sozusagen, wenn ich Genau. jetzt noch keinen Pool eingetragen habe. Das heißt, der meint jetzt erstmal fröhlich drauf los. Ich habe nichts davon. Ich gucke auch gerade mal bei mir parallel in mein Du hast Smart Home eine System. Geräuschkulisse. Du hast eine Geräuschkulisse, die ist ganz toll und du hast ein warmes Zuhause. Das ist schon mehr, wie andere haben. Stimmt natürlich. Wobei ich sehe gerade, also mein Hausverbrauch, den track ich mit. Und Ja. auf den Phasen, wo jetzt der Antminer draufhängt, wird gerade gar nichts gemeint. Also mein Haus hat jetzt einen Verbrauch von 700 Watt ungefähr. Also das heißt, da passiert gerade gar nichts. Ich höre ihn auch gar nicht. Bist du sicher, dass der läuft? Ja, also wenn wir jetzt hier mal reingehen auf den Antminer Achso, selbst. er steht nicht bei dir im Raum. Das steht ja in deinem Ankleidezimmer. Genau, richtig. Also ja, macht einen riesen Lärm, das weiß ich. Okay. Aber er verbraucht jetzt insofern noch keinen großartigen Strom, bis auf die Lüfter. Dann lass ihn jetzt mal einloggen. Ah, okay, Vielleicht alles machen wir klar. das mittlerweile nicht mehr. Also jetzt bin ich auf den Miner drauf, das heißt, die IP-Adresse habe ich mir einfach rausgesucht. In dem Genau, die hast du Fall dir rausgesucht. in meiner Fritzbox einfach nachgeschaut. Ich glaube, der hieß auch wirklich Antminer als Gerät. Ja, absolut. Ich könnte Ihnen hier auch eine statische IP geben, aber ich glaube, ich lasse es einfach mal so eingestellt für meinen Test. Ist, glaube ich, auch nicht wild, oder? Wenn ich da das auf DHCP lasse. Ich mache es immer statisch, aber wir können es auch probieren. Ich habe es noch nie so probiert. Aber Ja. da, wo wir die Geräte aufstellen, bleiben sie halt wie auch für immer stehen dann. Klar. Also da würde ich ihm wahrscheinlich jetzt auch einen anderen Namen geben und eben auch eine IP-Adresse zuweisen, aber für den ersten Test hier, glaube ich, ist es völlig okay so. Bei System.
Könnte ich hier nochmal ein Passwort vergeben? Also, ich glaube, standardmäßig war es irgendwie Admin-Admin, der Genau, Login. Admin, lass das auch einfach drin, da kann nichts passieren, das ist easy. Und Klaut dir jetzt keiner deine Hashrate. hier könnte ich auch nochmal ein Update einspielen, aber das muss ich nicht machen oder wird er damit vielleicht effizienter oder weißt du, Kuckuck, nee, ne? Nee, nee, nee. Okay, da lasse ich lieber Also die Finger aktuell von. gibt es kein besseres. Ja, okay. Dann gehen wir mal hoch. Also im Dashboard hier oben passiert noch gar nichts, denn wir müssen hier bei meiner erstmal die richtigen Daten eintragen. Genau. Und was die richtigen Daten angeht, also gibt es verschiedene Mining Pools und ein Mining Pool ist Endpool. Den hattest du mir quasi, was hast du empfohlen, hat gesagt, da kann ich mich anmelden. Das habe ich Ja, schon ist für mal. mich der Beste. Bitte? Das hat, ist für mich der Beste, liegt aber nicht daran, weil es der günstigste sein muss, sondern es ist einfach der Pool vom Hersteller, vom Gerätehersteller auch. Ah, Und okay, ich cool zu arbeite wissen. einfach schon mit dem so langsam, dass ich mich an die Oberfläche so gewöhnt habe. Also ich möchte auch gar kein anderes mehr haben, ehrlich gesagt. Aber vielleicht gibt es irgendwann einen, der besser ist. Aber ich kann es mir eigentlich noch nicht vorstellen. Alles gut. Also ich habe mich jetzt einfach mal da angemeldet. Ich musste mich auch Jawohl. verifizieren, irgendwie mit meinem Personalausweis musste ich hochladen und dann hat es eigentlich relativ schnell gedauert. Ich glaube, da hieß es irgendwie 2 Tage kann es dauern, aber es hat, glaube ich, keine 2 Stunden gedauert, dann war ich da freigeschaltet. Und seitdem schlummern die Daten hier drinnen und warten darauf, eingetragen zu werden bei Miner. Hier sieht man Genau. gerade, es ist noch kein Miner connected. Und wenn ich hier auf Dashboard klicke, ich glaube, hier passiert nichts. Auf Worker gehen schon. Auf Worker gehen, okay. Und dann gehe ich hier auf Create a Jawohl. Sub-Account. Genau. Please input Sub-Account, also da kann ich jetzt einfach irgendeinen. Genau. Gib mir den Namen, den du gerne hättest. Also das kannst du es. Name des Erstgeborenen oder was du da gern vergeben willst. So, das heißt, so, jetzt habe ich hier einen angelegt. Genau, das ist deine Adresse. Vorne die drei Adressen, die musst du in die ersten, zweite und dritte einkopieren. Ach, hier Genau. unten, die hier unten, die Mining-Adressen. Genau. Lass mir mal kurz vor, ich kann es überhaupt nicht erkennen. Hinten die erste ist mit 333, gell? Also Genau, viermal die 3. mit vier Perfekt. Dreien. Jawohl. So, okay, dann nehme ich die hinten, hat man mit 443. Perfekt. Und die letzte hinten 25, dann wäre das genau das, was wir bräuchten. Yep, perfekt. Okay, wird eingetragen. So, in die nächsten Zeilen kommt rein jetzt den SAP-Account, den du kreiert hast. Also der Miner-Name, das ist einmal wieder halbude.10 Dein mal SAP-Account, den du gerade gemacht hast. 32, immer der gleiche Name. Wenn das der ist, den du gerade als SAP-Account vergeben hast. Genau, richtig. Okay. Jawohl, hinten machst du Punkt 001. Jetzt hier bei meiner Name. Genau, in der Mitte. Punkt. Praktisch dein SAP-Account, Punkt 001. Und bei Und den das anderen kommt dann in auch alle Punkt drei 001 Zeilen. oder Punkt 002? In alle drei Zeilen. Das ist jetzt praktisch jedes Board, wenn du jetzt 002, 003 machen würdest, würdest du den Miner nicht als komplettes Objekt sehen, sondern getrennt nach seinen Boards. Ah, okay. Deswegen, du hast ja nur einen Miner, und dass du ihn mal siehst, wie jemand 100 oder 1000 Stück hat, dass auch weiß, welcher Miner macht mir gerade Probleme, wo muss ich hin. Deswegen tun wir das alles auf 001. Das ist dein allererster Miner, den wir heute hinzufügen. Und diese verschiedenen Pools, was hat das für einen Hintergrund, dass da verschiedene Ports angegeben sind? Meinst du Pools oder Ports? Das sind Also ich habe diese ja drei Adressen. Diese drei Adressen. drei Mining-Adressen drinnen und Ja? also Pool 1, Pool 2, Pool 3 und jeweils ist ein anderer Port dahinter sozusagen. Die Genau. 3333, 4, 4, 3 und Ja, 2, das 5. sind bei der Pool fest vergeben, die Adressen. Das kann ich dir nicht sagen, warum. Okay, alles Das hat gut. ja, die hat ja jeder, die hat ja jeder selber. Einziger Unterschied ist der SAP-Account für die Zuordnung. Der greift halt auf verschiedene Ports zu, vielleicht wenn ein Port nicht erreichbar ist oder so. Aber wenn ihr es wisst, schreibt gerne in die Kommentare unter dem Video. Mich würde es einfach technisch interessieren, was da dahinter steckt. Und Mining-Passwort habe ich immer gelesen, man soll irgendwie 1, 2, 3, 4 eingeben. Ist das richtig? Ich habe 1, 2, 3. Du kannst auch 1, 2, 3, 1, 2, 4 machen, 3. aber 1, 2, 3, ja. 1, 2, Also 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und hier unten habe ich eben das Bitmain Fan Control. Das lasse ich auf 100%. Ich habe schon mal einfach mal aus Spaß probiert, auf 50 zu ändern, aber die Lüfter sind gleich laut. Das wird Geht wahrscheinlich nicht, nichts ändern. ja. Genau. Okay, und was kann man hier auch noch machen? Mode Sleep, Mode Normal. Normal, immer normal. Was passiert bei Sleep? Weißt du das? Nee, ne? Geht er aus. Geht aus? Echt? Also könnte man ihn sozusagen auch vielleicht irgendwie, wenn man die Webseite hier anzapft, über irgendwelche API-Geschichten auch dynamisch sozusagen in Schlafmodus runterfahren. Würde ich immer nur machen, bevor ausgesteckt wird. Also so mit diesem Überschuss nutzen ist es nicht ideal. Okay. Das geht wirklich nur hart zu trennen. So, dann speichere mal das Ganze und ich gucke mal parallel, du siehst es leider nicht, auf meinen Nee. Hausverbrauch.
wie der hochgeht oder nicht hochgeht, weil man könnte ich vielleicht hier auch mal einblenden. Wäre vielleicht auch mal Ja, ganz da kann spannend. ich auch mal. Ich bin mal gespannt, ob er gleich richtig losrennt. Gehen wir hier raus. Bei Strom. Ah, das Haus chillt noch. Was ist denn der Rest? Hier unten. Beim Rest müsste der Endminer dann bald Gas geben. Und wenn ich jetzt wieder aufs Dashboard. Jetzt kommt's. Wenn ich jetzt wieder aufs Dashboard gehe, hier oben, dann müsste man jetzt bald sehen, dass irgendwas funktioniert, oder? Genau, müsste jetzt eigentlich gleich mal Energie aufmachen. Ich mache mal mein eigenes mit auf nebenbei. Hier unten habe ich drei Hashplates. Das sind intern hat er drei Recheneinheiten oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, das sind seine drei Boards. Der läuft auf drei Boards und diese drei Boards zusammen ergeben die komplette Terahash-Leistung. Jetzt siehst du quasi jedes einzelne, wie es angezeigt wird. Ah, okay. Ja, hier unten sehe ich auch die Fanspeed. Das heißt, da würde ich auch sehen, wenn ein Fan irgendwie Mal kaputt wäre defekt oder wird. so. Das heißt, es sind jetzt Ganz genau. vier Einheiten. Also ich glaube, der hat insgesamt mehr Lüfter, aber da hängen wahrscheinlich auch parallel irgendwie welche zusammen. Also vier große Hauptlüfter Vier hat er. große, okay, das heißt, hier ist jeder Hauptlüfter und diese kleineren Lüfter, die noch auf der Seite sind, die sind ja gar nicht aufgeführt. Ja. Ah, okay, cool. Das heißt, 6000 Umdrehungen, ja, entsprechend geben die echt Stoff. So, was sieht Genau, man hier müssen noch? so loslaufen. Die Chip-Temperaturen, die werden wahrscheinlich dann nach oben springen relativ schnell, wenn er richtig Gas gibt. Du kannst auch wenn du aufs Dashboard, du hast noch keine Vergleichswerte, das ist natürlich jetzt schade, weil du würdest dann jetzt sehen, wenn er schon mal eine Nacht durchgelaufen wäre, wie viel du jetzt effizient gemeint hast, wie war deine Beteiligung am Pool. Das siehst du immer, was ist in der Balance drin, was wird ausgeschüttet. Du kannst in dem Pool auch dann das Settings vornehmen, ab wann möchtest du deine Bitcoins auf das Wallet ausgeschüttet haben. Das kannst du selber einstellen dann. Das kann ich dann alles bei Endpool sozusagen einrichten. Genau, alles in deinem Pool. Da gibt es als App. Die App ist ganz nice. Das ist Endpool. Das ist dieser weiße, ich nenne es immer Tannenbaum auf grünem Hintergrund. Habe ich schon installiert. Okay. Perfekt. Wobei So, hier dann im müsste es Dashboard. schade, dass man die Geräusche nicht hören dazu. Bitte? Schade, dass man die Geräusche nicht hören dazu von deinem Endminer. Die fehlen mir immer so ein bisschen. Kann ich mal kurz an der Stelle einblenden, wie laut er wirklich ist? Bin ganz froh, wenn ich es nicht höre, weil ich bin relativ geräuschempfindlich. Ja. Geh nicht direkt an den Lüfter, das ist unangenehm. Nur wenn du in die Tür reingehst, ja? Nur wenn die Frau vorbeilaufen würde, ungefähr das System. Ach, guck mal, da tut sie doch schon was, oder? Moment, ich muss ihn mal ein bisschen größer ziehen, ich sehe das zu klein. 38, 0%. Wir kommen langsam. Er läuft jetzt schon bald eine Minute, hat irgendwie 142, was sind es dann, Terahashes sind es? Genau, Ja. du hast Terahash. Das heißt, ein bisschen über den Spezifikationen sogar. Oben ist die Leistung, was ich sagen kann, was der komplette Pool gerade hat, also oben links, was du siehst. Dann können wir mal ganz kurz auf mein Smart Home System wechseln. Und ah ja, Jawohl. jetzt ist das Haus hochgerammt, 3,7 kW. Vorher waren Genau. es ziemlich genau 700 Watt. Das heißt, Ja. hier ballert es gut rein. Wir haben gerade auch Mistwetter draußen, ne, wobei PV-Anlage, wobei es regnet, Reicht, liefert Papa, reicht. 6 kW. Das heißt, Ja. ist immer noch genug übrig für den Endminer aktuell. Absolut. Ich würde dir sogar bald einen zweiten empfehlen. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob ich dem nach der Testphase irgendwie euch abkaufen werde oder wieder zurückschicken werde. Wir müssen auf jeden Fall, wenn du den zu Hause haben willst, wäre das Liquid-Kühlen gar nicht so schlecht. Also das getauchte Mineralöl. Dass du einfach diese Geräuschkulisse nicht hast. Ach, das ist natürlich krass. Und also wie, was müsste ich dafür tun? Da gibt es extra ein Becken, die machen wir auf Anfrage, machen wir euch allen Angebote drauf. Da gibt es für 2, für 4, für 8, für 16 und für 32 Miner. Die werden wie in einem Kühlschrank, wie in einem Kühlbecken dann gelagert. Mineralöl kommt dazu und mit dem Wärmetauscher nach draußen sind sie halt komplett geräuscharm und können auch viel mehr leisten, weil sie Überhitzung nicht mehr haben. Weißt Aber es ist du, eine Stunde Aufwand. Ist eine Stunde Aufwand. Man muss ein bisschen was machen. was es kostet denn etwa? Mit diesem für den Zweier bist du ungefähr bei 4.000 Euro nochmal dazu. Das ist die Kosten von einem dritten Miner. Aber es lohnt sich, weil sie sind langlebiger. Es sind keine Verschmutzung in diesem Mineralöl. Ist ja das Mineralöl so teuer auch. Für den Miner ist es wesentlich komfortabler. Spannend.
Werde ich mich auf jeden Fall mal mit auseinandersetzen. Und also standardmäßig macht man zwei Miner in so ein Becken rein, versenkt das Ganze und lässt das Ganze Genau. dann laufen. Wie kann ich mir das Genau. vorstellen? Das ist dann wirklich komplett in Öl quasi eingebettet. Komplett, Komplett. komplett. Das Gerät, also die Lüfter werden abgeschraubt, da werden Fansimulatoren drauf gesteckt, dass praktisch das Gerät denkt, sie laufen dann noch weiter, weil sonst würde es ja nicht meinen. Und dann sind sie halt komplett geschützt vor Korrosion, vor Verschmutzung, vor allem. Also dann können die Dinge unendlich laufen. Ich wüsste nicht, was dann den Knacks noch geben würde, dass sie zeitlich begrenzt werden. Ja gut, Ist halt eine wirklich, komplette wirklich komplett Konservierung. kühl werden sie damit wahrscheinlich nicht werden und Hitze ist ja immer irgendwie auf lange Sicht der Tod von irgendwie Elektronik, aber wird wahrscheinlich schon viel, viel länger laufen, ja. Ja, sauber. So, was macht deine Maschine jetzt? Jo, ich gucke gerade, also läuft fast schon 4 Minuten, Ja. hasht durch die Gegend mit 142, nicht ganz 143 Dann ist Terahashes und sieht erstmal soweit gut aus. Also dann läuft das Teil, das war eigentlich mal die. du bist connected, bei dir funktioniert es jetzt. Sieht soweit gut aus für mich. Ja. Gut, dann lass es doch mal laufen und sag mir mal Bescheid, wie es war. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ich lasse es jetzt einfach mal ein paar Stunden laufen. Mal gucken, wenn die anderen Hausbewohner wieder nach Hause kommen und sich aufgrund des Lärms aufregen, dann werde ich es abschalten. Aber solange Okay. lasse ich es erstmal laufen und guck mal, was bei rumgekommen ist. Und dann gebe ich dir Feedback und dann, ja, quatschen wir vielleicht einfach nochmal. Super, dann viel Spaß damit. Dankeschön, mach's gut. Ciao. Ciao. Jetzt im Nachgang zum Interview mit Martin habe ich mich natürlich die Frage gestellt, lohnt sich so ein Miner jetzt tatsächlich finanziell auch gesehen im Vergleich zur Einspeisevergütung von vielleicht 8 Cent, die man aktuell erhält pro Kilo eingespeiste Kilowattstunde, beziehungsweise in der Direktvermarktung, ja, bin ich jetzt gerade, der Strompreis ist im Keller, ich habe darüber berichtet, habe meine Abrechnungen gezeigt, bin ich ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das ist natürlich die Frage, liefert jetzt der Endminer mehr? Bei mir läuft er jetzt erst ungefähr seit einer Stunde, deswegen habe ich noch keine verlässlichen Werte. Fun Fact am Rande: In der einen Stunde, wo er läuft, hat er mein Schlafzimmer schon auf über 25 Grad Raumtemperatur aufgeheizt. Also, das ist echt krass, wie viel ja, Heizleistung, also knapp 3 kW, er eben abgibt. Da müsste ich mir dann langfristig, wenn ich ihn wirklich einsetzen wollen würde, auch irgendein Kühlkonzept überlegen. Davon abgesehen, kann ich trotzdem, glaube ich, relativ gut einschätzen, wie viel Ertrag ich erwirtschaften kann über den Miner. Denn, wie Martin schon gesagt hat, gibt es auf NiceHash so einen Rechner, den man eben anschmeißen kann, um eben gucken kann, wie viel Ertrag man eben erhalten kann, potenziell. Das heißt, ich habe ihn angeschmissen, habe bei Algorithmus SHA 265 eingetragen. Das ist der Algorithmus, der eben von dem Miner genutzt wird. Dann springen wir wieder zurück, geben die Hashrate ein. In dem Fall die Live-Hash-Rate, die der Miner jetzt eben ausspuckt. Und stellen das Ganze nochmal auf Gigahashes um. Und dann sehen wir, jo, der erzeugt 0,0003 irgendwas Bitcoin, was äquivalent ist zu knapp 11 US-Dollar pro Tag. Mit dem aktuellen Umrechnungskurs sind wir dann bei ja, nicht ganz 10 Euro. Damit kann man, glaube ich, ganz gut rechnen. Und ich habe gerade nachgeguckt, der Bitcoin-Kurs ist aktuell bei 26.800 Euro. Pro Bitcoin. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Der Miner verbraucht knapp über 3 Kilowatt an Leistung. Auf den Tag hochgerechnet sind es dann ungefähr 72, 73 Kilowattstunden. Und wenn ich dann die 10 Euro durch die Kilowattstunden teile, komme ich ungefähr bei ja, 13 Cent pro eingesetzter Kilowattstunde raus. Nicht eingerechnet, also klingt natürlich jetzt erstmal mehr oder ist mehr als die Einspeisevergütung, die ich habe. Auf der anderen Seite muss ich natürlich gegenrechnen, der Miner, wie wir vorhin gehört haben, hält auch nicht ewig. Wenn wir mal ausgehen von der Lebensdauer von, sagen wir einfach mal pessimistisch gerechnet, 4 Jahren, sind es umgerechnet nochmal auf den Miner knapp 2,5 Euro pro Tag, die ich dann eben nochmal rund reinrechnen muss. Und dann sieht die Bilanz nicht mehr so viel besser aus, sage ich mal, als bei der Einspeisevergütung bzw. der Direktvermarktung. Wenn ich natürlich keine Möglichkeit habe, in meiner Anlage irgendwie einzuspeisen, gibt ja auch diese Nulleinspeiseanlagen. Das heißt, viele oder einige wollen ihre Anlage vielleicht auch gar nicht anmelden oder können es auch nicht anmelden, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist es eine Investition, sage ich mal, die sich lohnen kann. Vor allem auch, wenn ich es irgendwie, also wenn ich günstig an die Energie rankomme, in dem Fall über die PV-Anlage. Da habe ich natürlich dann schon, wenn es nicht zu klein dimensioniert ist, schon Überschüsse, die ich da reinstecken kann in den Miner. Auf der anderen Seite
pro Tag, wenn er jetzt wirklich 24/7 durchläuft, 72 Kilowattstunden oder 73 Kilowattstunden reinzustecken, ist schon wirklich ein Wort. Da komme ich selbst mit meiner Anlage in Schwitzen, sage ich mal, mit meiner 30 kW-Anlage mit 100 Kilowattstunden Speicher. Habe ich ja auch über meine Anlage auch schon ein paar Inhalte ja, geliefert. Verlinke ich an der Stelle auch. Spätestens im Herbst und Winter und Frühjahr, da komme ich dann auf jeden Fall in den, an den Punkt, wo ich den nicht 24/7 laufen lassen kann, weil mir die Energie einfach fehlt. Und wenn ich dann teuren Strom reinstecken müsste aus dem Netz, aktuell 30, 40 Cent pro Kilowattstunde, dann ist es super unwirtschaftlich. Wenn ich es jetzt für mich einsetzen wollen würde, müsste ich natürlich so eine Überschusssteuerung machen. Das heißt, überschaltbare Relais. Also meine Steckdosen in dem Fall sind auch schon schaltbar. Das heißt, da könnte ich den Miner einschalten, wenn ich eben genug Überschuss habe. Und dann eben ausschalten, wenn die Batterie eben zur Neige geht. Jetzt bei mir kollidiert es eh so ein bisschen mit der Direktvermarktung. Da versuche ich ja auch, möglichst viel Energie ins Netz zu pumpen über die Batterie. Das heißt, da hätte ich jetzt in der Nacht auch nicht so viel Energie übrig für den Miner. Müsst ihr ihn dann ausschalten. Und ja, ist eben die Frage, wie viel Energie konsumiere ich selbst, wie viel Energie produziere ich und wie kann ich das Ganze eben managen. Wenn ich eine Anlage, wie ich gesagt habe, die genug Energie erzeugt, die ich eh runterregeln müsste, wie in dem Fall bei Jens von Meine Energiewende, da kommen wir am Freitag, gibt es auch einen coolen Live-Talk, wo wir darüber diskutieren, was unsere Anlagen eben, ja, im Monat Juli produziert haben, wie viel wir verbraucht haben. Das sehen wir, glaube ich, relativ gut. Jens hat eine riesenfette Anlage und muss super viel runterregeln, weil er eben eine Inselanlage hat, weil er nicht einspeisen darf. Und da würde es sich so ein Miner wahrscheinlich relativ schnell lohnen. Dann ist nochmal die Frage, lohnt sich es vielleicht auch? Also wenn ich es bei mir einsetzen wollen würde, ist das Ding einfach viel zu laut. Da bin ich ganz realistisch. Da würden bei mir die Hausbewohner austicken, beziehungsweise spätestens die Nachbarn, wenn ich ihn in den Carport aufstelle. Da müsste ich dann irgend so eine Ölwannengeschichtslösung da mir rauslassen, was wieder noch zusätzlich Kosten bedeuten würde. Also ich finde das Thema echt super spannend. Bin auch insgesamt trotzdem zwiegespalten, was den Bitcoin angeht, als Zahlungsmittel versus Investitionsgut. Mal gucken, wohin die Reise geht. Wenn die Preise steigen des Bitcoins, wird, denke ich mal, das Thema auch für andere viel interessanter werden. Wenn er runtergeht, der Preis entsprechend weniger interessant. Aktuell ist es dennoch interessant, finde ich, aber eben mit Fokus für die Leute, die eben nicht einspeisen können ins Netz und keine Vergütung erhalten oder vielleicht auch nicht wollen, aus welchen Gründen auch immer. In diesem Sinne, wenn euch die Inhalte gefallen, abonniert gerne meinen Channel. Ich versuche dieses Jahr noch auf die 10.000 zu kommen. Jetzt bin ich knapp bei 7.500 Abonnenten. Helft gerne mit, liked das Video. Jeder Like hilft mir. Und in dem Sinne, wir sehen uns bald wieder mit neuen Inhalten. Ciao, ciao und bis bald.